In 2020 werden wir 80% mobil sein. 80%. 80% aller Internetaktivitäten werden mobil sein. Auf mobilen Geräten, aller Art. Also das heißt, das normale Desktop-Web ist dann dem Arbeitsplatz vorbehalten. 50% davon, sagen einige, wird Wearable Computing sein. Also kein Interface, was ich in der Hand halte, sondern was integriert ist. Inklusive auf der Iris, Kontaktlinsen. Science Fiction? Glaube ich nicht. Die Werbung zieht auch dorthin. Wenn die User dorthin, geht auch die Werbung nach. Ja? Money follows eyeballs. Wir haben schon immer gesagt, schon vor 10 Jahren, ja, mobile only und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt wird es Realität und zwar so schnell, dass man sagt, okay, wie kommen wir dahin? Wie können wir dort mitmachen? Welchen Content brauchen wir? Peter Drucker, der Management-Guru, habe ich ein bisschen abgewandelt von dem, was er gesagt hat. Nichts kann tödlicher sein als die Logik von gestern. In times of turbulence and change, nothing is worse than the logic of yesterday. Das Problem ist natürlich, dass wir immer die Logik von gestern haben. Weil das Einzige, was wir kennen, ist die Logik von gestern. Wir können nicht die Logik von morgen haben. Die gibt es noch nicht, die müssen wir erfinden. Wie können wir gleichzeitig in der Logik von gestern leben, also in den Kunden, die wir heute haben, und in denen, die wir morgen haben werden? Marketing zum Beispiel. Ja? On the mobile phone, it's called mobile marketing, aber es ist genauso Spam wie vorher auch. Ja? Also wir müssen dort überlegen, wie können wir Werbung neu erfinden? Ja, wir reden hier von 650 Milliarden Dollar im Jahr. Also fast 1 Billion insgesamt Marketing, Public Relations, Advertising, was neu erfunden wird. Wenn Sie jetzt schauen, weltweit ist Mobile Marketing vielleicht 1, 2, 3, 4%, je nachdem, in manchen Ländern mehr. Damit das funktioniert, wird Marketing komplett neu erfunden. Denn wir können nicht den gleichen Ansatz fahren mit einem Interface, was total anders ist. Das ist eine Riesenchance auch für uns zu überlegen, wie kann die Logik von morgen behauptet werden.